Ja, die Feuerwehr Ebenbüren ist heute Abend zu einem Verkehrsunfall auf die A30 gerufen worden, in Höhe Kilometer 54 Fahrtrichtung Amsterdam. Es ist zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei ein PKW unter einen LKW gefahren ist. Und der Rettungsdienst der Feuerwehr Ebenbüren war bereits vor Ort, hat Erstmaßnahmen am Patienten durchgeführt. An der Einsatzstelle haben wir dann in Absprache mit dem Notarzt noch eine Crashrettung durchgeführt. Bei der Person konnte allerdings festgestellt werden, dass sie nicht mehr lebt. So dass weitere Maßnahmen hier an der Einsatzstelle durch die Feuerwehr anschließend nicht mehr nötig waren. Die Person und die Einsatzstelle wird dann von der Feuerwehr Ebenbüren an die Polizei übergeben und damit endet dann der Einsatz der Feuerwehr Ebenbüren.